Willkommen, meine lieben Freunde, zum allerersten Tag Team League Teambuilding Video. Viel zu viele Tees mit dem Penta Knight. Also mit dem Tee im Penta. Okay, ich hör auf. Hallo. Oh lol, hi, hier. Öfter hier? Oh, krass. Ja, also, wir sind hier zusammengekommen, um ein Team gegen das Team Ohana Smash Brothers zu bauen, beziehungsweise haben wir schon gebaut und werden es euch heute vorstellen, also ähnlich wie die GPA-Teaming-Videos, nur eben in der Tag-Team-League, weil es viel cooler ist, weil wir zwei sind und zwei, okay, ich höre auf zu reden. Wir gehen einfach auf deren Team ein, oder Paul? Ja, genau, soll ich einfach direkt starten? Ja, sag erstmal deren Team, bitte. Und dann gehen wir unser Team ein. Ja, deren Team, ich. Okay, ich fange an. Okay, Chrissy am S-Rang, Steve Wunder A-Rang, genauso wie Latios, dann ein normales Garados, Mega Knackrack, ein Kobalium, ein Zaplarang, sowie Mega Ordoch, Krüppuk und ein Kravums. Was erwartest du denn keinesfalls aus deren Team, Paul? Also, was ich schon mal keinesfalls erwarte, ist so, ich sehe da unten so ein ziemliches Großmaul. Ich glaube nicht, dass sie das mitbringen werden. Es bietet sich in dem Matchup gegen uns nicht wirklich an, wie ich finde. Sie treffen damit nichts wirklich sehr viel effektiver als mit anderen Pokémon, die sie mitbringen könnten. Und auch wir treffen das Ding sehr, sehr, sehr effektiv und können das wahrscheinlich, bevor es uns irgendwie Schaden zufügt, in die nächste Dimension klatschen mit so ziemlich allem. Demnach würde ich das definitiv nicht erwarten. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, denke ich, dass sie alles mitbringen könnten. Manche Sachen sind natürlich unwahrscheinlicher als andere. Beispielsweise denke ich, dass Gyarados unwahrscheinlicher sein wird als Mega Ordoch oder beispielsweise auch Cresselia, aber ich möchte mich bei Gyarados auch nicht festlegen wie bei Kravums, dass sie es nicht mitbringen werden. Einfach weil Gyarados mit dem Bedroher natürlich auch sehr gut gegen unser Team helfen könnte. Richtig, also wir rechnen so ziemlich mit allem. Steam Wunder könnten wir auch vielleicht schon eher ausschließen, aber wir haben uns natürlich auf alles vorbereitet. Aber wir haben auch vor allem einige Threats schon ausgemacht. Vor allem Mega Ordoch ist ein sehr, sehr großes Problem. Genauso wie Latios kann sehr gefährlich werden, offensiv gesehen. Mega Knackrack ist durchaus auch ein gefährliches Pokémon, genau wie Kobalium. Cresselia ist immer nervig. Und was ich persönlich auch ein bisschen nervig finde, ist Krüppuk. Denn defensiv gesehen kann es einiges aushalten und wir haben halt jetzt keine starke Feenattacke in unserem Team. Klavion ist unser einziges Feen-Pokémon und offensiv gesehen ist das jetzt nicht so super. Deshalb müssen wir davor vielleicht ein wenig aufpassen. Also mal schauen, was sie mitnehmen werden. Wir haben uns aber, denke ich mal, gegen das meiste vorbereitet und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal auf das Team ein, was wir hier gebaut haben. Und ich fange mal mit dem allerersten Pokémon an, beziehungsweise können wir ganz kurz erklären, wie wir das aufgebaut haben. Und zwar ist es ja so, dass im Multikampf-Format Paul 3 Pokémon haben wird und ich 3 Pokémon haben werde. Und deshalb haben wir es auch schon im Vorfeld zugeteilt, wer jeweils diese 3 Pokémon haben wird. Und ich kann schon im Vorfeld sagen, Paul hat Kyurem White, dann Mega Gyarados und Nidoqueen. Ich habe Elevoltek, Klavion und Bureos Eye. Wieso das Ganze? Dazu kommen wir gleich. Deshalb würde ich sogar erstmal das Wort an den lieben Paul geben, weil er Kyurem White als allererstes in seinem Team hat. Genau, Kyurem White ist sozusagen das Powerhouse unseres Teams, hat natürlich mit dem Turbo Blaze ja auch eine sehr entscheidende Fähigkeit, da wenn man mal auf das Gegnerteam guckt, da schon einige Pokémon mit Schwebe rumtrudeln, wie beispielsweise Zaplarang, Latios oder auch Cresselia. Und die Schwebe wird natürlich durch Turbo Blaze negiert und das ist ein ganz guter Vorteil, gerade auch da wir hier die Earth Power mitbringen und die dann natürlich auch, wenn wir die theoretisch irgendwann mal spammen können, wenn wir in diese Position im Match kommen, dann trifft die zumindest fast alles und dann haben wir noch dabei den Ice Beam und die Flash Cannon. Ice Beam einfach nur als einen sehr, sehr starken Step Move, der ja so ziemlich alles im Gegnerteam trifft und ich glaube auch bis auf Snibuna und Cobalion alles mindestens neutral und das ist schon mal sehr, sehr gut und die Flash Cannon haben wir tatsächlich mitgebracht, um dieses Mega Ordino ein wenig besser handeln zu können, da das an die 50% macht und dadurch natürlich Mega Ordino gezwungen wird, sich immer wieder hochzuheilen und uns so natürlich keinen Schaden macht und so immer wieder Turns verbrauchen muss, um sich sozusagen hochzuheilen oder für die anderen Pokémon Utility zu geben. Was natürlich sehr gut ist, da dadurch dieser Threat ein wenig ausgeschaltet wird und das Ganze
Ganze haben wir dann noch gekrönt mit einem Live-Orb, einfach nur, um sozusagen das offensive Potenzial in noch unbekanntere Höhen zu treiben. Und als letzten Filler-Move haben wir noch Protect. Weil Protect, das werdet ihr noch merken, auch wenn ihr die anderen Kämpfe der Liga guckt, ist im Double-Battle-Format ein sehr, sehr, sehr guter Move und auch ein wahrscheinlich sehr, sehr häufig genutzter Move. Genau, vor allem weil Kyurem auch so ein offensives Powerhouse ist, dass die Gegner auf jeden Fall dieses Pokémon relativ früh aus dem Spiel nehmen wollen. Und deshalb können wir eben mit Schutzschild das Ganze so ein wenig negieren. Wenn man uns zum Beispiel angreifen möchte, gehen wir einfach auf Schutzschild die Runde, können den Angriff abwehren und dann in der nächsten Runde nochmal ein wenig offensiven Druck mit diversen Attacken eben, ja, rausfeuern, vor allem eben mit dem Leben aufgepaart, wie Paul schon gesagt hat, macht das einfach so viel Schaden. Und dann kommen wir auch schon zum EV-Split und da sehen wir jetzt auch was ganz Besonderes, denn wir haben kein Trolls-Wesen wie sonst, denn wir haben ein... Wir haben ein mäßiges Wesen, denn wir haben ein wenig gespeed-creeped und die Speed-Creep-Kalks haben uns sozusagen ausgeworfen, hey, ihr könnt theoretisch einfach 252 in die Init investieren und dann outspeedet ihr schon ohne ein sozusagen eine Plus-Wesen schon das Pokémon, was ihr outspeeden wollt und deswegen haben wir dann einfach gesagt, na gut, dann gehen wir halt einfach auf noch mehr offensive Power und deswegen ist das Pokémon jetzt an dieser Stelle mäßig bzw. modest, je nachdem in welchen Sprachraum man sich bewegt und ja, ich denke, das wird natürlich umso mehr uns noch helfen, den Gegner offensiv zu pressuren. Richtig, weil die Sache ist, dass das nächstschnellste Pokémon nach Kyurem wäre sein Megaknackrack und Megaknackrack hat eine 92er Speedbase. Die Sache ist nur, dass sie kein volles Init-Investment gegen uns spielen müssen. Sie müssen nur so schnell sein, um das nächstschnellste Pokémon zu outspeeden und das wäre Mega Gyarados, wenn es Full Speed gespielt werden wollen würde. Gedöns, keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe, aber egal. Und dann würde er auf 288 Speed creepen oder würden die beiden auf 288 Speed creepen und wir können einfach einen Punkt draufpacken und sind dann wirklich schneller als die, außer sie spielen Full Speed, aber das müssen sie nicht gegen uns. Und natürlich wissen wir jetzt auch, weil wir es so gesagt haben, dass in der Zukunft manche vielleicht gar nicht Speed creepen werden oder so, damit sie unseren Speed Creep vielleicht punishen oder so, aber keine Angst, wir achten schon drauf. Das wird schon passen. Vielleicht sind das ja auch nur die Mindgames, um sozusagen unsere Gegner schon in diese Richtung zu drängen, sodass wir das ausnutzen können. Man muss natürlich immer noch die psychologische Komponente mitbedenken. Richtig. Und ja, soviel auch zu Kyurem. Also ein sehr, sehr starkes Powerhouse kann dieses Mega-Ordoch etwas besser treffen. Das Problem ist, dass Mega-Ordoch total speziell defensiv zwei Lichtkanonen in der Theorie tanken kann, aber auf Dauer wird es das Matchup nicht unbedingt gewinnen, weil wir natürlich auch die Chance haben, die Spezialverteidigung zu droppen oder einfach zwei etwas höhere Rolls bekommen können. Ja, und so viel auch schon zu Kyurem, unserem Powerhouse. Als nächstes dann Illivoltag, das Pokémon, was ich in meinem Team habe. Und Illivoltag hat hier die Gaubebeere, denn wir sehen schon, wir haben hier ein etwas, ja, defensiveres Investment auf Illivoltag, denn Illivoltag soll Kyurem und das Mega Gyarados, was wir noch im Team haben, etwas besser zu supporten. Denn wir haben neben den Attacken Stromstoß und Ice Heap, um offensiv ein wenig was zu machen, noch Schutzschild und dann Spotlight. Stromstoß ist natürlich ein starker Step, der vor allem die Gyarados sehr, sehr stark trifft und aus dem Spiel nehmen kann, außer da ist eine Anti-Elektro-Beere drauf, also die Charti-Beere. Dann noch Ice Heap für dieses Knackrack, also dieses Mega Knackrack oder auch für Latios und dann haben wir Schutzschild. Wie gesagt, Schutzschild ist ein sehr wichtiger Move, auch auf Illivoltag kann der sehr gut sein und wir brauchen eigentlich keinen dritten Angriff. Deshalb ist Schutzschild jetzt hier unsere Wahl gewesen. Und dann eben Spotlight, denn mit Spotlight ziehen wir die Angriffe des Gegners auf Illivoltag. Natürlich muss Illivoltag sie dann einstecken, dafür bekommt Kyurem oder auch Mega Gyarados dann die Angriffe nicht ab und kann dann eben unbeschwert angreifen, ohne dass es einen Hit abfangen muss. Und das ist eben diese kleine Taktik, die wir auf jeden Fall mit Illivoltag haben. Und mit der Gaubebeere sind wir dann in der Lage, möglicherweise sogar den ein oder anderen Hit mehr zu tanken. Denn wenn wir unter 25% fallen, heilen wir uns auf 75% hoch, was natürlich auch sehr cool ist. Und was man natürlich noch bedenken muss, was der Present jetzt wahrscheinlich noch erwähnt hätte, aber ich greife da mal ein wenig vor, ist natürlich, dass durch Follow Me natürlich auch die Elektroattacken safe auf Illivoltag gezogen werden. Und gerade da wir einen Gyarados haben und gerade auch da wir einen Tornadus haben, allgemein, da wir relativ viele Pokémon haben, die sehr effektiv von Elektroattacken getroffen werden, beziehungsweise wo Elektro auch neutral trifft, ist es natürlich ein Typ, den sie auch offensiv sehr viel mitbringen können.
Und wenn man dann mal so ein Follow-Me hat und, sage ich mal, von 2 Elektroattacken getroffen wird, hat man natürlich ein extrem schnelles Elevoltec mit einem extrem guten Attack-Wert. Und das kann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sehr gut uns in die Hände spielen. Ja, vor allem zum Beispiel gegen Zaplarang, wenn Zaplarang jetzt nicht gerade Ladungsstoß spielt, was auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wovor wir ein wenig aufpassen müssen, denn Ladungsstoß trifft ja alle Pokémon und das könnte ein wenig nervig werden, aber trotzdem bekommt ja der Voltec weiterhin den Boost, was ja auch nicht schlecht ist. Dann haben wir hier folgendes Investment, volles KP-Investment, 120 in den physischen Angriff an hartes Wesen und 136 in die Spezialverteidigung. Wir haben hier so viel Investment, um von einem mäßigen Latios mit dem Lehmorb ein Dracometeor zu tanken, denn Latios ist offensiv gesehen ein sehr großer Threat und vor allem, wenn wir auf Follow Me oder so gehen, wollen wir natürlich einen Hit überleben und das können wir dann eben, wenn eben so ein starker Draco-Meteor kommt, sonst hat der Gegner tatsächlich nicht so viel, was Elevoltec One-Hit-KO'n kann. Vielleicht so ein Mega-Knackrack mit einem Erdbeben, aber das wäre nur der Fall, wenn Mega-Knackrack nur Elevoltec targeten kann. Also wenn das andere Pokémon, was ja getroffen wird, ein Flug-Pokémon ist, wie das normale Gardos und Boreos, weil Erdbeben ist ja ein Spread-Move, dadurch wird auch die Stärke halbiert und deshalb ist Elevoltec dann ja ganz gut auch dabei, weil dann Erdbeben von einem Mega-Knackhack nicht ausreicht. Und ja, so viel eigentlich auch zum Investment und generell zu Elevoltec. Eher ein Support-Pokémon, kann aber auch noch offensiv ein bisschen was machen und definitiv auch eine gute Wahl, um unser Team etwas zu verstärken. Als nächstes haben wir dann Megagardos und Megagardos ist wieder Pauls Team, wie gesagt. Und deshalb, was wollen wir denn mit Megagardos machen, Paul? Genau, wie ich es schon angekündigt habe, haben wir auch den großen bösen Megashrimp dabei. Und der Megashrimp kommt auch direkt im ersten Kampf zum Einsatz. Und man muss tatsächlich sagen, dass Megagardos hier an dieser Stelle ein paar Rollen sozusagen oder ein paar Aufgaben übernimmt. Natürlich erstmal, wenn es Non-Mega ist, mit Bedroher, das offensive Potenzial sozusagen des Gegners einmal oder ich denke mal höchstens zweimal abzusenken. Und dann natürlich mit dem Mold Breaker, sobald es sich Mega entwickelt hat, auch wieder die Schwebe des Gegners zu umgehen oder andere. Wobei das jetzt hier nicht so wichtig ist, weil natürlich, wir keinen Bone-Move haben, aber generell. Ja. Aber ja, man weiß ja nicht, mal vielleicht wie, taucht ne? auf einmal eine Wunderwache auf und dann ist man gut gerüstet. Richtig. Ich hätte vielleicht vorher auf die Moves gucken sollen, aber hey, weißt du, so kann man auch ein wenig dieses Zwiegespräch hier vorantreiben. Richtig, aber ganz naja, genau. Wir haben natürlich dann auch hier noch 2 Step-Moves dabei, denn wir wollen das ganze Ding ja etwas offensiver benutzen, nämlich mit Crunch und mit Waterfall. Crunch hier definitiv, um dieses Cresselia ein wenig zu pressuren und ja dann der Waterfall einfach, um eine größtmögliche Bandbreite an Pokémon zu treffen. Ich sehe auch gerade noch, mit Crunch können wir auch noch das Latios sehr effektiv treffen, demnach umso besser. Und dann haben wir noch, weil wir keine weiteren Attack-Moves brauchen auf dem Mega-Shrimp, noch 2 Status-Moves dabei, nämlich einmal den Dragon Dance, einfach nur um unser Init und unser physisches Angriffspotenzial wieder in die Höhe zu treiben, denn gegen gewisse Matchups können wir uns tatsächlich relativ gut boosten. Und dann haben wir auch hier wieder das Protect dabei. Wir hatten bis jetzt auf jedem Pokémon Protect. Ihr seht schon, der Move ist wirklich ziemlich, ziemlich häufig gespielt. Und auch hier wieder einfach nur, um ein wenig zu scouten und eventuell auch mal einen Hit sozusagen zu tanken oder auszuhalten, der ansonsten vielleicht ein wenig wehgetan hätte. Genau, möchtest du etwas zu dem EV-Split sagen? Ja, natürlich. Und zwar haben wir hier 40 Initiativinvestment reingepackt, damit wir schneller als ein Min-Speed Cresselia sind, um genau 2 Punkte. Also wenn sie aus irgendeinem Grund 4 EVs reinpacken, sind wir immer noch schneller. Dann haben wir natürlich volles Angriffsinvestment, weil wir einfach offensiv gesehen extrem viel Schaden rausdrücken wollen. Und 216 EKP reingepackt, weil wir jetzt ein bisschen rumgekalkt haben und gesehen haben, dass uns nichts wirklich One-Hit-KO'n kann. Und dementsprechend müssen wir hier auch nicht wirklich was in defensive Werte investieren, um irgendwas Bestimmtes vielleicht überleben zu können. Es gibt halt 1-2 Sachen, die uns in der Theorie je nach Form One-Hit-KO'n könnten, aber das meiste wahrscheinlich nicht. Also auch so ein Kobalium kann uns, solange es nicht gebandet oder gelifehoppt ist, mit einem Nahkampf selbst in der Megaform nicht besiegen, was natürlich auch ganz cool ist.
Und generell können wir einfach mit den beiden Attacken, also Knirscher und Kaskade, alles treffen, bis, also alles effektiv treffen, bis sehr effektiv, außer Snibuna. Snibuna ist aber ein Stück Papier, deshalb sollte das passen. Vor allem, weil wir mit Snibuna eigentlich ganz gut klarkommen, denn wir schauen direkt mal auf das nächste Pokémon, was wiederum in meinem Team ist. Und das kommt relativ gut mit Snibuna klar, und zwar Klavion, der kleine Schlüsselbund. Und Klavion hat hier wirklich nur die Supporterrolle heute, denn mit Lichtlehm hat es eben die Möglichkeit, unseren Lichtschild etwas zu verstärken, weil Klavion mit Gardos sehr gut harmonieren soll in diesem Kampf. Weil Gardos ist unser kleiner Setup-Sweeper und kann entweder am Anfang des Spiels oder im Endgame das Match bereits in unsere Richtung lenken. Und das kann Klavion sehr gut unterstützen mit dem Lichtschild, um eben auf der speziellen Seite noch mehr zu tanken. Dann das Ganze eben, wie gesagt, mit der Fähigkeit Strolch, damit wir mit Lichtschild Erstschlaggarantie haben. Dann noch Toxin, um sowas wie Cresselia oder Mega Ordoch zu treffen, weil die beiden Pokémon sehr, sehr nervig sein können, vor allem wenn sie irgendwie ein Gedankengut-Setup hinlegen. Dann haben wir noch den Magnetrise, also Magnetflug, um gegen Megaknacker gewappnet zu sein, weil unser Klavion ist tatsächlich ein Mega-Knackrack-Check, fast schon Counter, solange das kein Feuersturm spielt, wenn wir auf Magnet, jetzt Magnetflug war die Attacke, ich vergesse mal den deutschen Namen, Magnetflug ja, gegangen sind, weil wir natürlich dann für 5 Runden eine Bodenimmunität haben, somit nicht mehr von Bodenattacken getroffen werden und Drachenattacken machen uns logischerweise auch nichts. Und zu guter Letzt noch den Safeguard, also den Bodyguard. Denn wir dachten uns, okay, wir wollen wirklich einen vollen Support für Mega Gyarados haben und Mega Gyarados stört ein wenig die Donnerwelle von Cresselia beispielsweise. Und mit Bodyguard können wir eben diese Donnerwelle komplett negieren für 5 Runden, weil Status-Attacken auf unsere Pokémon dann nicht wirken. Und deshalb haben wir uns dann für Bodyguard entschieden, also kein Angriffsmove, wirklich nur 4 Status-Attacken. Klavion soll wirklich hier nur die Supporter-Rolle einnehmen und nicht mehr. Und das kann es bestimmt auch sehr gut, zumindest auf dem Papier. Dann zum Investment. Wir haben hier volles KP-Investment, 116 in die physische Verteidigung gepackt mit einem kühnen Wesen, um 2 Angriffe von einem Cobalium zu tanken, also 2 Nahkampfattacken. Und generell haben wir eben die Möglichkeit, sehr, sehr viele physische Angriffe zu tanken. Auf der speziellen Seite können wir durch das Lichtschild noch mehr tanken, vor allem mit dem Investment, 140 EVs da drin. Da können wir dann eine Kraftreserve Feuer von Latios ein bisschen besser wegstecken. Oder auch einen Flammenwurf von Mega Ordoch oder auch von Zapdahang und auch einen Feuersturm von Kravums können wir ein wenig besser wegstecken. Also wir haben hier auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit mit Klavion einiges wegzustecken und gleichzeitig sehr viel auszuteilen. Ja, als nächstes haben wir dann wieder das Pokémon vom lieben Paul, das allerletzte Pokémon und zwar Nidoqueen. Was soll das denn hier in dem Kampf machen? Genau, bevor ich zu Nidoqueen komme, möchte ich noch erwähnen, dass natürlich Klefki aber nicht nur Gyarados supportet, sondern auch Kyurem und Ton. Ein Pokémon, das gleich noch kommt. eigentlich genau das ganze Team, aber vor allem eigentlich supportet es das ganze Team, aber insbesondere durch diesen Safeguard-Support supportet es vor allem unsere offensiven Pokémon, da alle unsere offensiven Pokémon ein wenig durch die Donnerwelle getroubled werden. Und das ist vor allem ja in Bezug auf die Spielweise unserer offensiven Pokémon sehr, sehr gut, wie ich finde. Genau, das so viel auch nochmal zu Klefki. Und kommen wir jetzt nun zu Nidoqueen, was der Leo Present gerade schon erwähnt hatte. Nidoqueen ist hier gespielt mit einer Pyapa Berry. Das ist zu Deutsch, glaube ich, die Pyapa Beere. Diese, ja, halbiert den genommenen Schaden, ich glaube, das kann man so sagen, durch sehr effektive Psycho-Attacken, was uns einfach helfen soll gegen Latios und Cresselia, die natürlich mit ihren Psycho-Steps ansonsten verheerenden Schaden an Nidoqueen erzeugen würden. Als Fähigkeit haben wir uns hier für den für die Ruhegewalt, das musst du nicht sagen, das ist doch klar, natürlich nicht die Ruhegewalt. Nein, wir könnten natürlich du auch... Du musst nicht auch so ausführlich machen. Doch, nein. Doch, man muss das schon mit dazu sagen, weißt du, ansonsten kommt dann am Ende der Poison Point. Die Leute sind völlig überrascht, völlig aus dem Häuschen und ja, ich weiß nicht, das Okay, gut. Wir haben die Ruhegewalt. So, mit Matschbombe genau. Zusammen. Genau, mit Matschbombe zusammen und dann noch den, ja,
den Attacken Earth Power und Toxic. Toxic hier einfach nur benutzt, um ja diese Pokémon wie Cresselia oder auch Mega Ordino hier zu toxicen. Und ja, Sludge Bomb und Earth Power, ich glaube, die meisten werden wissen, dass das einfach die stärksten Step-Moves sind. Jetzt mal abgesehen von Sludge Wave, aber wir wollen tatsächlich nicht unser eigenes Pokémon treffen. Deswegen haben wir uns hier für Sludge Bomb über Sludge Wave entschieden. Und jetzt haben wir natürlich noch einen letzten Move übrig und wer das Team-Vorstellungsvideo von uns beiden gesehen hat, was vor einiger Zeit dann auch released wurde, hat gesehen oder hat gehört, dass wir da über einen speziellen Move geredet haben. Und dieser spezielle Move ist nämlich der Superzahn, der Superfang, der uns hier ja einfach nur einen weiteren Support-Move sozusagen darstellt, um gegen die Pokémon Mega Ordino, Cresselia und vielleicht auch gegen Gyarados bzw. Mega Knackrack ein bisschen besser anzukommen. Gegen Mega Knackrack natürlich dann nur auf den Switch-In, aber na gut. Auf jeden Fall ist es ein wenig dazu da, um hier die gegnerischen Walls zu breaken insgesamt. Und das sieht man dann auch an dem EV-Investment, denn wir spielen das Ding hier Bulky Offensive mit einem maximalen Investment in die HP und einem maximalen Investment in den speziellen Angriff. Der spezielle Angriff wird hier auch nochmal durch ein mäßiges Wesen verstärkt und die letzten vier EV, die wir noch verteilen konnten, haben wir dann einfach in die Defensive gesteckt. Genau. Ganz genau. Nidoqueen also hier offensiv gesehen ganz gut, aber auch als Support-Pokémon durch Toxin und vor allem eben Superzahn sehr, sehr hilfreich, weil Superzahn dann eben so aus Cresselia und Mega Ordov, wie gesagt, sehr stark runterhaut und das ist sehr hilfreich, weil die beiden super bulky sind. Wir haben da so viel Kais gemacht und es ist schlimm, wie viel die beiden tanken können. Als nächstes und letztes haben wir dann Boreos in der Inkarnationsform. Das ist mein letztes Pokémon und das haben wir hier mit der Attacke, mit dem Item meine ich, Aerium Z, also dem Z-Stand für Flugattacken, gespielt. Denn mit dem Aerium Z haben wir die Möglichkeit, Orkan extrem stark hochzupowern. Wir haben eine super starke Flugattacke und er hat nichts, was er da reinwechselt, bis auf seinen Zapplerhang. Das ist so ziemlich das Einzige, was das tanken kann. Sonst hat er keine Flugresistenz und sonst haben die beiden keine Flugresistenz. Und dementsprechend ist Orkan auch generell als einziger Move oder alleinstehender Move sehr, sehr stark, weil sie eben nicht viel haben, was da reinkommen möchte. Dann haben wir noch den Abschlag, um sowas wie Latios noch härter zu treffen oder generell Items abzuschlagen. Vielleicht auch eine Boleobeere auf diesen Cresselia, damit wir generell einfach mehr Schaden mit Knirscher mit unserem Gyarados machen. Dann noch den Verhöhner, um diverse Boosting-Moves wie Gedankengut von Cresselia oder Mega Ord auch ein wenig fernzuhalten. Und zu guter Letzt noch Rückenwind, denn Rückenwind ist auch sehr hilfreich, wenn beispielsweise sich so ein Latios, vielleicht ja sogar Drachentanz oder Gyarados, beide können Drachentanz einsetzen, dann können wir mit der Prankster-Tailwind-Sache da, also durch die Fähigkeit eben Tailwind einsetzen, also Rückenwind, und sind dann trotzdem noch schneller mit beispielsweise Kyurem oder auch Illivoltech oder so. Und deshalb haben wir jetzt hier auch den Rückenwind noch im Set. Dann kommen wir zum EV-Investment und das sieht hier wie folgt aus. Wir haben 244 Init-Investment. Das ist um ein Latios zu outspeeden, was auf unser drittschnellstes Pokémon insgesamt in unserem Team Speedcreept, und zwar Kyurem bzw. Illivoltech, die haben beide die gleiche Speedbase und deshalb haben wir eben so viel Init reingepackt, um so ein Speedcreependes Latios zu outspeeden, denn Latios sollte auf 318 kommen, wenn es Speedcreept, und deshalb haben wir einen Punkt mehr mit 319, können somit ein rasches Wesen spielen, falls es auf Deutsch heißt, Rash, denn plus Spezialangriff, minus Spezialverteidigung haben wir eingestellt, damit wir unser offensives Potenzial in der physischen Seite nicht mindern, weil wir Abschlag im Set haben und wir wollen natürlich dann extrem viel Schaden noch mit Orkan raushauen, sowohl mit Z-Orkan als auch dem normalen Orkan, solange wir treffen. Das ist so das einzige Problem. Davor müssen wir ein wenig Angst haben. Aber wenn es trifft, macht es verheerenden Schaden und dann nochmal 12, die übrig geblieben sind, in den physischen Angriff reingepackt. Also Boreos auch so eine Mischung zwischen Support-Pokémon als auch offensiver Threat. Das ist eigentlich vieles aus unserem Team. Eigentlich alles, was ich in meinem Team habe, sind Supporter-Pokémon und Paul hat größtenteils auch die offensive Power aus unserem Team. Wobei Nidoqueen ja auch beides ist, offensiv und eben als Support-Pokémon ganz gut. Das wird natürlich nicht immer so sein, dass wir es irgendwie so aufteilen. Hier hat sich es ganz gut angeboten. Mal schauen, wie es in den nächsten Kämpfen aussehen wird. Aber an und für sich würde ich sagen, ein sehr solides Team gegen den Gegner. Das Matchup sieht auch ganz solide aus. Wir haben auf beiden Seiten gefährliche Pokémon, die eskalieren können. Da müssen wir also beide sehr stark aufpassen.
Genau, und um Present hier nochmal ein wenig zu ergänzen, Rash Nature übersetzt sich zu hitziges Wesen. Danke, deswegen genau. Sind wir in der Tag Team League, weil man eben zu zweit schlauer ist als alleine. Ja, exakt. Gut. Genau, und was Present auch schon gerade gesagt hat, ich bin sehr zufrieden mit dem Team, bin auch sehr zufrieden mit den Symbiosen im Team und ich denke, dass wir uns gegen die Ohana, Smash Brothers sehr, sehr gut schlagen werden und genau. Gut, bevor es noch zu cringy wird, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen, schaut beim lieben Paul vorbei, Link in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns morgen zum Kampf gegen die beiden Trottels. Bis dann und ciao. Bye.